Hm. Ich muss sagen, so Missionen ohne Exotics sind nicht mehr so reizvoll, das nicht. Irgendwie Jetzt ist das halt nichts. geil. Junkie, ja. Aber die Mission ist nichts für uns. Warum? Weil wir drei Leute sind und die ist Schwierigkeitsgrad 2. Stimmt. Dann musst du doch nicht Das mitspielen. ist unter unserem Niveau. Ach, du nimmst nur Sachen, wo wenigstens drei Köpfe dran sind. Ja, wir sind ja drei Leute. Okay. Und was mit vier Köpfen? Ja, da können wir uns rausreden, weil wir haben ja noch Gex mit dabei, Gex 2. Ach so, okay. Wir haben noch einen Fake-Kopf. Das heißt, wir passen uns das so an, wie wir es gerade brauchen, verstehst du? Nee, wir können die schon machen. War jetzt Das ironisch gemeint. wäre Da, der krass. hat einen Raketenwerfer. Das wäre krass, wenn die Erkundungsmission auf Hardcore wäre. Dann schwierig mit Erkunden. Aber diese Mission da unten habe ich ja noch gar nicht. Dann habt ihr alles schon freigeschaltet hier? Wollen wir nicht die Ich machen? habe Ich habe nicht die alles. unten die erste Scheiße. Mission nur gemacht, die du da noch nicht gemacht hast. Aber die Skynav-Mission fehlt mir auch noch. Also ich habe den Baum unten auch noch nicht freigeschaltet. Also das wäre doch eigentlich nicht schlecht, oder? Wenn ihr wollt, könnt ihr das machen. Denn es geht ja dann da auch noch weiter mit irgendwelchen Missionen. Hier gibt es noch eine Hardcore-Mission. Das ist übrigens die Hardcore-Extermination. Mission, die ich meinte, die du da gerade machen müsstest. Die New, wo New dran steht bei dir. Ich sehe es bei dir, ja, dass du die gemacht hast. Ach so, das, ja, okay. Genau, die da ist, das ist das, wo ich meine, du kriegst den Bogen. Ach so, ich habe nicht verstanden. Ich habe nie irgendwas bekommen bei irgendeiner Mission. Ich dachte, okay, das ist vielleicht dann. Ich glaube, das ist neu überarbeitet. Ich war, oder vielleicht war es auch vorher schon. Ich habe die ja vorher noch nicht gemacht gehabt. Was ich ganz geil finde, dass man dort Items kriegt. Wäre schön, wenn das irgendwie. Immer so wäre. Ja, nicht immer, aber halt. Ich wollte gerade sagen, kommuniziert wird, aber die können ja schlecht sagen, hey, du kriegst dort alle Ausrüstung geliefert, weil das ist ja eher so eine Rettungsaktion. Und wir sind halt hier unten. Wieso sind wir eigentlich in der Wüste, nicht im Schneegebiet? Unten. Ist da nochmal Wüste oder was? Unten ist die zweite Wüste, genau. Oben ist die zweite, das zweite Hausgebiet. Ach so. Okay. Die zweite Wüste finde ich auch vom Gebiet her geil, weil dort wenig Wasser ist. Das hat mich in der ersten Wüste gestört, dass da so viel Wasser in der Wüste ist. Weil dadurch war die Wüste null herausfordernd. Und auch so Berge? Wieder so links herumlaufen, das hat mich ja genervt. So richtig viel. Schöne Nee, Flüsse, die, okay. ich Und die glaube, die Berge. ist offener. Ja, Du hast das nicht so ist cool. viel Steine im Weg. Ja, das ist okay. Wenn so kleine Steinchen sind, muss ja sein. Aber so viel große Steine zum rings herumlaufen, stört mich. Ich mag halt den direkten Weg. Wenn ein bisschen links herum ist, aber nicht die ganze Zeit. Also freischalten wäre super. Ich habe gar nicht realisiert, dass es noch ein Tree gibt, den ich nicht freigeschaltet habe. War der immer schon da? Ja. Okay, dann habe ich einfach Darüber noch haben weiter wir letztens gescrollt. sogar schon irgendwann mal gesprochen, wo. Ich muss so viel noch spielen, weil ich viele Missionen mit euch gemacht habe, wo ich noch gar nicht war. Ah, Mist, ja, das ist natürlich blöd, weil dann die werden nicht nachgetragen. Genau. Es wäre schön, wenn die nachgetragen werden, weil du warst Ich ja bin schon so selber gut da. halt erst im zweiten Questgebiet gewesen. Alles, was wir die Tage gemacht haben, für mich halt quasi gar nicht gezählt. Schade, ja. Du hast ja die Zeit mit uns verbracht, das zählt doch trotzdem. Ist doch süß. Ja. Ja, also wir würden das andere Gebiet freischalten hier. Das letzte Gebiet hier. Die Wäre beiden geil. Missionen, die gehen auch schnell. Warte mal, kann ich das auch freischalten? Schnell. Jetzt entspannt. Also entspannt mal hier. Schnell, schnell. So, jetzt kann ich wieder schreiben. Was hast du denn gemacht hier, Säuflein? Ich glaube, Das ich muss ist unten, bin welches? mir nicht sicher. Ach, das Unten. da. El Camino, Expedición. Ich gehe einfach mit, wie gesagt. Ich werde die Tage mich mal hinsetzen und probieren, die Mission nachzuwaschen. Wenn du willst, kannst du auch Bescheid sagen, dann kann ich dir helfen. Ja, je nachdem. Also, Können wir auch gerne mal zusammen machen, je nachdem, kann ich auch mal mitgehen, so eine Mission. Kann mich einloggen und kann was anderes spielen. Ne? Ja, ans Legion hier und so. ja? Aber ich bezahle dich nicht dafür, Gex, ne?
Was Nur, sollst du dass wir uns da bezahlen? vorneweg einig sind. Was sollst du bezahlen? Doch, mit den Credits aus dem Spiel, Ingame-Währung. Nicht, dass dann irgendwann hinterher kommt, hier, wo bleibt jetzt die 5er-Subgift? Ja, das ist mir scheißegal, ne? Das meine ich. Das War ironisch gemeint. Wenn dann 10er auf du Arsch. Schon bei so geizig oder was? So, warte. Jetzt geht's aber los hier, ne? Ja, wenn da richtig hier fordern hier. Okay. Ich bin auch mal. Bremsen, glaube ich, und dann geht's los. Aber du kannst ja schon mal starten, oder? Du willst hier. Hast genau, du kannst schon mal hosten hier. Zero? Hm? Was? Hostest du wieder? Kann ich machen. Ey, pass mal auf, ich mache jetzt auch einen neuen Charakter. Dann muss Gex alles bauen. Aber warum mach ich das denn eigentlich nicht? Ich ziehe mit meinem Main, der hat nur Twinks hier nachschleift. Gönn, macht alles neue Chance. Übrigens, in der Mission könnt ihr euren Bogen mitnehmen, wenn ihr den habt. Den habt ihr beide, ja. Ja. Anstatt eine Spitzhacke könnt ihr den Bogen mitnehmen. Gibt's da viel zu töten? Jein. Ja, wozu soll ich einen Bogen mitnehmen, wenn es nicht Es gibt zu... aber nichts zu meinen, also... Ich muss jetzt erstmal kurz was machen hier. Sonst vergesse ich das wieder. Ich sag mal so, es gibt was zu töten, aber es ist nicht viel. Hä? Warum, wozu sollen wir dann Bogen und nicht die Spitzhacke Nimm den mitnehmen? Bogen mit! Der verwirrt mich, der Mensch. Icarus. Ich kaufe mir jetzt erstmal die Supporters Edition. Ich upgrade jetzt erstmal. Oh, das Upgrade kostet gleich mal 58 Euro mehr. Was? Icarus Supporters, ja. Icarus Supporters Edition, nur 58 Euro. Ja. Nee, dann upgrade ich jetzt doch noch nicht. Hä, wieso, was? Ich hatte das irgendwie billiger in Erinnerung. Nee, das war schon so. 60 Euro, nee. Da will ich 88 doch Euro, ja. Irgendwer meinte mal 88 Euro. Beides zusammen. Ich weiß nicht, ob das... Ja, das war so. So, ist jetzt offen hier. Kann man jetzt beitreten? Ja, du kannst beitreten. Ich, genau. Komme ich jetzt mit dem großen Charakter? Ja, doch. Dann haben wir einen mehr, der ein bisschen was bauen kann. Du musst hier nichts bauen. Du kannst den kleinen Charakter nehmen. Das Problem ist, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, was ich mit dem Skill da ist. Blödsinn. Ja, ich mach was. Ich mach mir immer das Ich Zeit. Muss da vorher mal in die App reingucken und, genau. und gucken, was ich skillen wollte. Wir laden dann die App von Google und von Android, dann passt das schon. So. Irgendwie wieder hoch heute, wann habe ich denn das? Das ist schon wieder lange her unterwegs. Das ist so ein Elf oder so. Ich glaube, mir total süchtig auf Fritz oder so. Schmeckt mir so viel besser als. Und die ist ja, glaube ich, sogar made in Germany, oder? Ja, tatsächlich, kommt aus Hamburg. Das ist Elchborg? Okay. Lego. So. Hast du deinen Bogen mitgenommen? Na klar, eben, ich hab immer dabei. Ich hab alles immer dabei. Ich hab ja meine Charaktere, die mich helfen. Ja, nicht, dass der Zero böse wird. Er hat extra gesagt, nimm den Bogen. Stimmt, der ist der Host, der hat Befehlsgewalt. Ja, jetzt hab ich hier. Der tritt dich sonst in deine Kapsel wieder rein. Huch. So, was soll ich machen? Servo, gib mir Anweisungen. Wir laufen jetzt einmal ins gelbe Gebiet und gucken, ob wir dort was finden. Mhm, okay. Für uns. Soll ich vorher schon Pfeile machen? Nö. Hä? Das heißt, wir sollen den Bogen nur für Laufspeed machen. Nö. Ja, auch. Der ist eher was komisch als Host. Abgehoben als Host, ne? Weißt du? Hat sich verändert. Alle sagen das. Ich muss jetzt nur noch einen Bogen craften, weil ich habe keinen Bogen. Kommst du raus? Gelbe Gebiet. Das Kommst ist bei Rot, ne? Was? Der rote Marker, oder? Okay, ja, bei mir ist er weiß.
Ja, der eine Marker auf der Map. Da ist das gelbe Gebiet. Da müssen wir hin. Da unten ist ein Schwein. Oben ist hergestellt. Kann losgehen, Leute. Los, los, go, 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 go. Ab in die Richtung da hinten. Ganz ruhig. Ich möchte das Spiel spielen hier. Nicht stressen. Entspann dich, Host. So. Ich hab mir schon wieder den gleichen Fehler gemacht wie das letzte Mal. Was denn? Oh, da hinten kämpft jemand gegen Schweine. Ja. Lass meine Sau in Ruhe. Na gut, dann. Hast du mich gerade erstochen? Hab ich dich wirklich. Ich hab auf das Schwein gehackt. Es gibt. Ja, ja, ich hab auf das Schwein gehackt. Danke dafür. Der Wolf hört dich, oder was? Ach so! Das, ich dachte jetzt, du bist das, der mich haut, das war der Wolf. Ja, toll! Ich bin nochmal tot. Das war ich nicht. Also, euch kann man nicht alleine lassen. Naja, indirekt warst du es schon, weil ich wäre nicht Lowlife gewesen, wenn ich gehauen hätte. Ja, aber das ist halt das Dumme, wenn zwei Leute was messern und so dicht nebeneinander stehen. Ja. Ich bin mir sicher, dass ich vor uns auch bei dem Boomer oder was wir gemacht haben. Jetzt trinkt er die ganze Zeit, du sollst ihn wiederbeleben. Dass ich da gestorben bin, weil irgendeiner von euch mich gemessert hat. Glaube ich nicht, sind alle nett, hast du ja gerade gesehen. Jetzt brauche ich hier irgendwo Oxy. Gibt's hier irgendwo Oxy da? So, ich habe Pfeile, ich bin bereit für den Krieg. Ja, ich habe auch Knochenpfeile. Ready. Let's go. Geht's los. Weißes Markt sagt hier, on my way. Achtung, Baum! Oh, jetzt hätte ich ihn beinahe nochmal getötet. Dann wäre ich gequittet, glaube ich. So, okay, komm. Go, go, go. Dann hätte ich gesagt, es war der Wind. Der Sturm, der gerade wütet. Das himmlische Kind. Braucht tatsächlich auch eine Binde, sehe ich gerade. Wir haben uns einfach hier gegenseitig schon mal. Ja? Schon wieder die Zeit im Monat oder was? Bitte was? Was? Hallo? Ja, das merkt man doch direkt in seiner Laune, oder? Oh Gott, hier sind zwei. What? Was sind das? Ihr seid hier als NPCs. Wow, ein AP überlebt die. Ich hab grad mal zwei Schweine. 40 brauchen wir den. Ich bin schon wieder tot. Was ist denn das? Ja, wenn man einmal low ist, ist es kacke. Ja, weil er den Wolf nicht getroffen hat, weil irgendein Desync oder ich zu weit weg war. Aber ich hatte auch gerade Desync. Obwohl du das selber hast. Ich wollte auch sie abbauen und es ging nicht. Und dann hat der Wolf mich einmal gehittet und dann war ich tot. Mit wem? Also. Wo bist denn du? Hast du gerade gehauen? Gnadige Zücke schießen. Du bist hier unten in der Schluchtflanke. Das sind ganz normale Diskussionshäufler, sagst du. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite oben. Oder was? Ja, jetzt rechts von dir halt. Ist das der Wolf? Ja. Nein! Okay. Ich hoffe, ihr braucht nicht meine Hilfe. Lieg dort, wenn du jetzt geradeaus rechts rumgehst, dann lieg ich da. Ja, warte, ich komme mich erstmal. Ich weiß auf den Wolf. Irgendwie war die Mission alleine entspannter. Aber so ist doch spannender, ist doch viel besser so. Schau ich mal. Bin schon dreimal gestorben. Ich glaube, das ist öfter, als ich in den ganzen letzten 20 Missionen gestorben bin. Das macht doch nichts. Schau mal, wie wird sich das Ganze jetzt mit euch zwei? Ich bin. Also ich halte mich da so ein bisschen raus, ne? Also ich bin auch gleich da, aber. Ich schaue mir den Quatsch Comedy Club von der Ferne ein bisschen an. Wir müssen doch hier unten durch, oder? Es ist. Nee, es ist egal, wir müssen einfach nur in die Richtung da hinten.
Ja, kein Schwein. Einfach zu viele Tiere als Horst. Du bist deswegen Horst, der Horst ruckelt da und kriegt nicht alles Bär mit. Ja, da ist ein Bär. Den will ich töten. Ich hab Angst, dass ich runterfall. Warte mal, du bist doch da hinten, ne? Ja. Okay, ich guck dir erstmal zu, ob du den Bär töten kannst. Ah, der ist gestunt, das ist ja schön. die Chaoten hier. Lade-Error! Schon wieder Lade-Error! Lade-Error. So, warte mal. Jetzt fang mich auf. Fang mich! Du bist schon wieder tot. Ey, diesmal, ich schwöre, ich hab nichts gemacht. Der ist runtergesprungen. Der ist hier einfach. Ich hab's gesehen, ja. Ich koche mir gerade ein bisschen Fleisch, weil ich auch mit einem HP nicht einen Meter gehe. Ich hatte keinen Bock da. Das so Leute festhalten. Nicht, dass er wieder sagt, ich bin bei dem Unternehmen, bin schon wieder tot. So gesehen, wie hab's ich gesehen, diesen Bär heldenhaft gesolot hab. Ich hab mir dabei meine Beine gebrochen, so eine Kacke. Ja, was springst du auch hier runter? Ja, ich wollte abkürzen. Das lohnt sich jetzt richtig, mit gebrochenen Beinen weiterzulaufen. Okay. Oh, das ist hier vor mir so ein Ding, da passt alles gut. Gut. Aber da ist der Stun halt echt Gold wert, immer wieder. Ja, Stun ist gigantisch. Schade, dass ich den Charakter halt habe als Main und der Main bleibt. Nein! 120er Wolf. Mayday! Mayday! Bär? Wolf? Beides? Irgendwas? Schwein? Schwein und Wolf. Leben sehr, sehr niedrig. So wie die ganze Mission hier anscheinend. Wo ist jetzt der Wolf, den ich mir geliebt habe? So. Müssen ich will mir jetzt erst ein bisschen Fleisch. Muss man unten am Wasser lang oder was? Weil ihr alle runtergesprungen seid oder wie? Ich höre einen Bär. Lecke mich am Arsch. Ich versuche ja auch gerade von einem Bär zu flüchten mit gebrochenen Beinen. Ich komme. Also, ich halte 100 Meter Abstand, aber ich bin auf dem Weg. Alter, hier sind überall Bär. Sollte ich deswegen den Bogen mitnehmen? Vielleicht. Wir müssen hier nichts töten, nein, waren nur die. Eigentlich nicht. Eigentlich war ich nicht der Meinung, dass hier so viel Krebszeug am Anfang ist. Gex, hier oben ist direkt ein Bär. Ja, 2 Meter weiter ist noch ein Bär übrigens. Lass mich erstmal. Ich vertraue auf dich. Ich recover jetzt mein Leben. Und du kümmerst dich um die Bär. Bist du verrückt oder was? Mir vertraust du. Oh Gott. Du bist so gut wie tot. Das sind nur 2 Stück. Ich bräuchte halt Oxy. Kein Bock, dass ich da jetzt dann. Aber es geht noch. Geht noch, alles gut. Wo sind Bären? Ich hab sie nur brüllen gehört. Wo die genau sind, wirst du schon rausfinden. Die sind doch unten. Nee, das ist jetzt nur ein Bulle. Doch, da ist ein Bär. Einer. Ein Bär und ein Bulle. Mach den weg. Ich treffe den irgendwie nicht. Der ist auch decent. Wenn der dich treffen will, ist der bestimmt nicht diesig. Irgendwie ist er doch desync, der alte Typ. Oh oh, der kommt. Ich weiß. Irgendwie macht die Mission aber so mehr Spaß, als wenn die so langweilig ist. Was macht denn der? Ich treffe den nicht, der ist desync. Ich habe nur noch 11 Schüsse. Was macht denn der? Guck mal, seht ihr das? Ja. Hallo? Vorsicht, ich habe keine Ahnung, was der macht. Kommst du jetzt mit dem hierher? Ja? Ich habe keine Ahnung, was der macht. Der ist irgendwie nicht im Spiel. Der ist verwirrt. Ich habe noch 7 Pfeile. Jo, down. Der war nur ein bisschen komisch. Der hat irgendwie sich aufgestellt auf 2 Beinen und hat geguckt erstmal, was passiert. Ja, der wollte erstmal gucken, mit was er es zu tun hat. Ja, und dann währenddessen war er nicht hitbar, weil er nicht mehr da war. Ja, es stand ja in der Patch Notes, ne? Dass die Tiere sich jetzt dem Können der Spieler anpassen. Das ist gut. Dann habe ich halt gar keine Probleme.
So, ich bin gleich wieder full live, ja. Kann gleich wieder losgehen, das Spiel. Ich glaube, der andere Bär war einfach nur eine Fata Morgana oder halt der Büffel. Ah ja, hier können wir ein bisschen zuzählen gleich. Ja, mit mehreren Leuten passiert einfach mehr hier, Zero. Und wir müssen ja sagen, wir spielen RP, es ist gescriptet, was wir hier machen. Achso, ja, das sollte so passieren. Ich bin nicht schlecht. Ja. Ich bin nicht schlecht. Weil ich habe gar nicht damit gerechnet, du sagst, fang mich auf. Ich denke, was hat er denn jetzt vor? Ich dachte, du willst ausprobieren, auf dem Bärenkadaver zu landen oder so. Ob das funktioniert, dass man da keinen Fallschaden kriegt oder so. Nö. Hupst du einfach mitten auf den Stein? Ja, ich hatte keinen Bock, da runter zu kraxeln. Ich dachte, ich sterb sowieso. Und wenn ich dann mitten auf der Kante sterb, dann musst du da hochlaufen und mich dann irgendwie auch retzen. Und du musst dann auch runter. Und dann habe ich gedacht, jump ich einfach runter, sterb, tut es. Ich habe schon gesehen, dass ihr beide tust, dann ich muss ich retzen. Aber irgendwie kam es nicht dazu. Aber komm, kann ja noch dran. Du wärst auch einfach weitergelaufen, sei doch ehrlich. Ich hätte den Bär zu euch gelockt, hätte ich gerettet, kurz vorher. Ah ja. So, wo seid ihr? Ach, ihr seid nächste schon weiter. Mission nehme ich einfach mal die Giftpfeile mit. Nee, ihr seid nicht. Und dann mache ich die Mission für Gags, das ist schon schwer. Okay. Dann schieße ich immer mal die Giftpfeile. Ich dachte, du bist schon vorgelaufen, ich bin deswegen hinterhergelaufen. Untersuche die Türme des Wracks. Kommen dann böse Bären oder was? Nee, da ist ein Bogen drinne. Den würde ich nämlich nehmen, weil ihr habt eure beiden Bögen. Langbogen und Feuersteinpfeile, sind die verrückt? Genau. Das ist die Mission, die ich sagte. Wie geil. Wie viele Feuersteinpfeile hast du gekriegt? 25. 20, glaube ich. 20? Mal schauen. Von 20 habe ich gelesen. Also würdest du den Bogen die Pfeile nicht, oder was? Alles klar, verstehe. Okay. Naja, ich würde auch die Pfeile nehmen, weil bei mir einen höheren Damage-Bonus haben durch die 25%. Aber das Geile ist, der Bogen ist halt kaputt, du. Schießt du vielleicht zweimal ein gutes? Nö, der hat gereicht, um alles zu töten, was in dieser Mission ist. Okay. Ja, wartet mal, ehe ihr alles tötet. Ich will auch sehen, was jetzt passiert. Bär hinter uns? Bär hinter uns? Der kam direkt auf dich? Ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Pfeile, 14 habe ich jetzt. Crit, passt. So geht's, 12. Oh! Fast wäre ich in dir hängen geblieben. Ich bin da, ich habe jetzt den für euch, gar kein Problem. Dankeschön, sehr nett. Ihr habt auch alle das bessere Messer jetzt, ne? Ja. Na klar. Dann müssen wir ab zum nächsten Ding, das ist da unten. Ich schon, Bär! Ja, kein Stress. Erstmal weiter. Okay, da Ruhe. Schön, bis jetzt. Schöne Mission, bis jetzt, voll geil. 50-50, dass ich dem Bären in den Arme laufe. 50-50? Hallo, Bär, da ist er. Ja, den machen wir da weg, oder? Finde ich gut, Zolf, okay, dass du dran geglaubt hast. Au. Ich brauche ein paar Pfeile hier. Also, ja, ich sehe halt nichts. Mit rein ist halt wild, mit dem Akku. Aha, Alter, da war ein Ast im Weg. Ja, gejinxt. So, hinterher läuft, trifft man ja gar nicht, ey. Wolf hinter uns, hinter dir. Wolf. Ei. Böse Tatze ins Gesicht. Wer tot?
Zum Glück. Okay. Wer war das hier, der umgefallen ist? Ich. Ich war ja, was war ich eigentlich? Achso, du warst, okay. Okay. Nimmst du nichts oder was? Nee, ich hab noch 48 Knochenpfeile. Ja, dann nehme ich das. Okay. Was sind da nicht Knochen? Ja, du meintest drin? Doch eben. Du meintest doch, dass du welche brauchst. Ja, ja, klar. Ich. Da kommt noch einer. Oh, oh, da vorne schreit irgendwas. Ein Bär! Ja, ja, sag ich, da kommt noch einer. Nee, hab's gehört. Nee, der ist ein Büffel. Okay. Das ist nur ein Hase, das ist auch in Ordnung. So. Ist doch voll geil jetzt hier der Weg dahin. Schau mal, wie spannend ist das hier, du. Alleine hast du nichts erlebt hier. Du hast echt alleine bin ich wieder durchgerannt. Ja, du hast das ich ganze Spiel eigentlich nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie viel ich gemacht. Aber wieso rennst du so da durch? Ich habe 20 Pfeile halt genommen und habe die ganz am Ende benutzt. Mhm. Und ja, ansonsten habe ich in dieser Mission nichts gemacht außer laufen. Aber das ist, ich keine Ahnung, das find ich komisch. Wieso erlebt man das Spiel denn nicht? Der Weg dahin ist doch erst das Ziel. Oder nicht? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie habe ich das nicht so hingekriegt. Deswegen hast du ja uns. Ja. Weißt du, und dann Kommentare schreiben, das Spiel ist zu einfach. Wolf? Wolf. Hallo Wolf. Wolfi. Rotes Wolf. Müssen wir zu dem roten Marker? Ja, ne? Weiß. Okay, ja. Das in dem gelben Gebiet. Schön hier, mal wieder ein paar Wölfe jagen, hier ist echt toll. Auch am Tag, noch geht's ja 14 Uhr, alles gut. Wird Zeit für ein Unwetter. Ich wünsch mir noch. Bär. Ein Bär. Nee. Ich wünsche mir noch so. Wie heißt das? Radioaktive Zone. Ja, das ist schon. Ja. Klar. Ja, durch Terraforming. Was ich mir noch wünschen würde? Was denn? Kometen. Ja, die haben wir doch geschossen von oben. Egal, was du gebaut hast, auch Metall, die können jedes Haus zerstören. Ja, Erdbeben, Kometen, also SimCity-like, so riesen Monster. Vulkanausbrüche. Ich hab ja, mir auch gesagt, im Schneegebiet, das meine ich ehrlich, was mir im Schneegebiet fehlt, sind Lawinen. Dass wenn du durch so ein Canyon läufst, dass bei einem Unwetter da einfach mal von rechts eine Lawine runter. Wie tust du nicht alles nennen, was bei Ark ist? Voll wild. Gibt's da Lawinen? Hm, ich denk schon. Ich denk schon, ist gut. Hochgestuft, jawohl. Bin mir nicht sicher, irgendein Spiel habe ich erlebt. War das Ark hier, Chat? Weiß das jemand zufällig? Wenn der Schnee runtergefallen ist. Naja, ich glaube mit dem N-Update könnte es recht haben. Ist das ja in dem N. Ayo. Eieieiei, ayo. Wieso geht eigentlich so eine tiefe Schnittwunde nicht von alleine? Warum brauche ich da ein Wesen? Meint irgendwann eitert jede Wunde weg. Ja, zumindest die kleine Wunde, dass die nicht heilt. Bei der großen kann ich es ja vielleicht noch verstehen, aber dass die kleine Wunde nicht heilt. Das ist ein Bär, das ist doch. Voll geil, der Weg da ist richtig toll. Schön, also das Gebiet gefällt mir richtig gut. Ein paar Schweine, ein paar Bären. Einige Wölfe, man kommt 2 Meter und dann ist wieder Action, total geil. Spannend, Spaß, Spiel, Schokolade, alles in einem hier. Schokolade wäre gut. Man hört dann irgendwelche Geräusche, ist ein Knurren. Sicher runter oder hoch? Wo bin ich denn hier? Achso, ist egal. Cool, ey. Ja, da vorne läuft was. Ja,
würden gerne ein Feuerchen machen kurz. Haben wir auch. Los, du hast mich gesehen. Was? Na gut. Also Feuerchen machen, was grillen wir nicht noch weiter hinterher. Die rushen, ich genieße das hier. Schöne frische Luft. Der ist noch am Anfang. Naja, ich genieße es halt. Ich töte die Tiere. Ich plansche ein bisschen, wollte mir was zum Essen grillen, entspannt dann losziehen weiter. Noch ein bisschen Oxygen holen. Die sind schon wieder fertig hier. Also ich bin glaube ich. Zero ist doch bestimmt vorne. Einfach, oh, der ist da neben mir. Bin gerade an dir vorbeigerannt. Au, ich hab ihn hängen. Oh, schau, da jault er noch. Da müssen wir aber auch rushen hier. Du kannst doch Kapsel zurückgehen, wir machen das schon. Nee. Nee, ist auch doch. Ich möchte hier das Spiel genießen. Jetzt grill ich mir erstmal ein Fleisch. Seid so. Ihr mit Survival-Probis unterwegs? Ja, das. Hast du ja am Anfang der Mission gesehen. Mhm. Immer noch schreien, habe ich gehört. Huch, ich bin tot. Ah, ja, du hast mich getötet. Ah, ja. Hey, ich denke, hier ist der Marker. Hier muss doch irgendwo sein. Ja, irgendwo muss das hier sein. Das da oben auf dem Stein? Nee. Irgendwo im Wald. Ja, schon im Wald. Aber hier sind irgendwo zwei Berge in diesem Gebiet. Berge? Ja, bin ich im Wald. Dort in die Richtung. Wo bleibt unser Altbier? Da ist es. Wo ist es? Ich sehe es ja. Ah ja. Okay. Hier haben wir nämlich 8-mal Gegengiftpaste drin. Ui. Oh oh. Wieso? Was vergiftet uns gleich? Es kommt ein Impact. Können wir weitergehen oder gibt's jetzt hier aufs Maul? Nö, wir gehen gleich weiter. Ich wollte nur ein bisschen grillen und auch Gags. Ja, ich habe jetzt auch gegrillt, habe jetzt Kürbis und alles drin. Komm, muss ich noch zu Weiß kommen? Schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir warten hier auf den Alter. Ja, bin gleich da. Ist jetzt noch weiter nach unten. In die Richtung da. So, dann machen wir blau. Ich komme zu blau. Ich will hier irgendwo Oxy. Ich komme zum Oxy dann. So, hier ist doch noch voll toll. So, so könnt ihr immer sehen, was die jüngste Schweinereien machen. Der eine steht doof in der Gegend, das kennen wir nicht anders. Der andere ist fleißig und hackt Oxy. Und ich laufe im Sturm hier und versuche zu hinten aufzuschließen, wie immer. Wir sind ein bisschen lame hier, Alarm. Wir haben hier schon unsere drei Feuer. So muss das sein. Da haben wir auch mal noch ein bisschen Oxy für unterwegs. Ja. Da sind noch ein paar Klumpen. Ich hab mal noch ein drittes Feuer gebaut, ich habe die Fleischproduktion. Das ist gut. Ich will LRG. Das ist gut, macht das. Ich bin immer noch stinkig, ich hab mir nur eins gemacht, bin dann weiter. Dass ich nicht noch länger brauche hier. Das eine Feuer habe ich mal die Paste reingepackt. Ist das Gift für irgendwas zu gebrauchen oder was? Oder warum? Anti-Giftpaste, damit könnt ihr euch entgiften. Ja, aber wird uns was vergiften oder was? Ich weiß nicht. Okay. Wir kriegen hier Anti-Giftpaste. Vielleicht müssen wir schwimmen. Kommt hier nicht der große Wurm? Was für ein großer Wurm? Schwimmst du jetzt? Gibt einen Bosswurm? So, ich müsste bald bei euch sein. Ich bin beim blauen Punkt. Bis gleich. Kurz ein bisschen ausdauern hier. So. Na, wo seid ihr, Verrückten? Da leuchtet was.
So ein starker Wind hier. Und so eine... Ach so, das ist noch mehr Feuer hier. So, ich habe so viel Fleisch hier. 20, 40, 60. So viel habe ich hier zum Grillen. Ich baue mir hier auf. Tech 4 oder was? Oder, was ja, mindestens. Okay. Tu mal einmal das Fleisch raus. Ich hätte noch Kürbis für alle. Kürbis hätte ich noch. Ich habe mir mal so eine Paste genommen. Ja, nice. Tue ich mir mal in. Tue ich mir mal ein Ding rein. Wir brauchen hier gar nichts aufbauen, was hast du da? Turm! Ist doch gleich vorbei. Sie hat die Mission schon viermal gemacht. Mein Fleisch fertig. Ja, hat jemand mein Fleisch gestohlen. So, Kürbis ist auch fertig. In dem einen Feuer ist Gift, passt für die Donner. Lass mal den Kürbis geklaut. Das ist gut. Das ist gut, ja. Ja, das passt. Möchte jemand was abhaben von dem Kürbis? So, ich hab meinen noch. Ich würde mal hier den Kürbis nehmen. Ja, ich tue hier ins Feuer Kürbis rein. Zweimal noch. Für jeden ähnlich. Ja. Konsum. Da ist noch einmal Kürbis drin. Gex hat schon, hat er gesagt. Jojo, ich hab einen. Das passt. So einen zum Nachmachen. Können die Feuer ja eigentlich abbauen, ne? Weil ich würde das Feuer schon gerne mitnehmen. Ich baue die zwei von mir wieder ab. Ich darf mir hier wieder den Sofa ärgern. Ein bisschen zuzunnen, hier hat schon jemand gezuzunnen. So. Oh, Bär. Hä? Bär? Der ist jetzt gespawnt gerade. Kommt ein Bär ja, einfach hier. Bär. Ja, moin. Der ist einfach hier gespawnt. Wehrt sich? Okay, also ich gedreht, okay. Der hat sich jetzt ein paar Mal gedreht hier, der Bär. Nett. Set, was fehlt mir denn da? Knochen. Oh, ich will auch mal hauen. Doch, Knochen. Drei Knochen. Das nächste Set. Please. Drei Knochen. Warte, das kriegen wir hin. Da, es sind 11. Das mit dem blöden Drehen ist echt nervig. Dann findet. Ist er neben mir? Dann hat er jemand anders im Target? Und dann auf einmal kommt er wieder zu mir. Hat sich ein paar Mal gedreht und hat mich gehittet. Ah ja, das ist alles schön. Ich habe keine Zeit hier. Ich muss los. Der Zero hat den nächsten Meetpoint gesetzt. Ach du Scheiße. Das ist halt ja. Also. Termindruck hier. Das ist. Ja. Ich weiß ja nicht. Wir haben nur noch 6 Tage und 23 Stunden, Leute. Okay, ja, ich renne. Ihr wisst nicht, was da noch alles kommt. Wir müssen bestimmt auf Tech 5 warten. Muss ein Patch kommen. Für die Leute im Chat, ihr müsst jetzt mir mal hier Speedrun. Das ist. Wir haben immer auf dem zweiten Monitor die Rekorde offen. Für international und europäisch. Genau. So wie dieses Speedrun Mario 64, Leute. Immer so offen. Kurz vor Ende müssen wir dann noch einen Berg überwinden. Dann könnt ihr dann gut zugucken, wie wir uns da drüber glitschen. Das finde ich immer faszinierend bei so Mario Speedruns. Mhm. Was die da für Fehler in der Welt benutzen, teilweise und so. Oh ne, ja. Nochmal zurück. Ich warte hier draußen auf euch. Rückwärts. Es ist eine Höhle mit Giftwürmern, stimmt's? Nee, ich meine draußen mit dichten Wüste. Wegen Sturm. In der Wüste ist gerade ein Sandsturm. Das schwerer ist sogar. Gut, der Gex ist noch gar nicht in der Wüste und er kann aber in die Zukunft gucken. Ja. Ich hab hier Screens, die mir das zeigen. Apropos Glitch, was ist denn das? Aha, ja, guck mal. Ich kann durch den Stein durchschauen. Mal wieder groß bei mir.
Ich kann durch den Stein durchschauen. Ging bei mir auch. Die Beste. Da ist in dem Spiel an vielen Stellen, gerade an Wänden, echt auch übel im Eimer. Das ist halt interessant dafür, dass es keine random regenerierte Map ist. Oder random generierte Map. Das ist ja das, was neulich auch der eine hier im Discord meinte. Wo er gesagt hat, das muss irgendein Praktikant gemacht haben, die Map-Umrandung. Oh! Hitzewelle, es spannt sich in eine lange Hitzewelle an, findet einen Schlupf, um dich abzukühlen. Oh, ist aber echt heftig. Okay. Ach, ihr seid da jetzt schon weiter, oder was? Also, dann komme ich ja doch mit. Ja, wir haben doch hier schon Profi-Carbon-Verkleidung auf der Haut. Ja, da. Auf der Haut. Getackert. Die Carbon-Kleidung hat uns Gesaps geschenkt, dann haben wir die drauf getackert. Mit dem Namen. So. Diese Gags, das ist auch, wenn du den 30-Tage-Mission machst. Dann baue ich dir einen kleinen Pool in den See. Jawohl. Dann kannst du dich immer, wenn du AFK gehst, da reinsetzen und dann änderst du deinen Stream unten in die Kategorie Pool und... Ah, das ist geil. Und setzt deinen Charakter einfach dort rein. Und machst Third Person. Und planschst ein bisschen, zieh mich dann aus. Na gut. Kein Problem. Ne, das haben wir beim Autorennen so gemacht. Ich bin im Bett und hab das Bett auf die Motorhaube getan und dann sah es so aus, als ob ich selber gefahren wäre. Das ist das schwebende Bett oder das Bett im Auto. War lustig. So können wir es im Pool machen. Ich hab hier einen Gewitterblitz, ich bin langsam. Na, warte hier mal. Okay. Warte mal, eine Minute. Ich höre hier, ne? Ja, egal, dann kommt sie halt am Messer, sie sind. Kann einfach nicht warten. Ich hab da eine Zielmarkierung. Das ist wie ein Magnet. Also, ich glaube, ich hätte für das Spiel, bräuchte ein ganzes Jahr. Das ist schon entspannt hier. Das sind diese Leute, die unterwegs einfach alles aufsammeln. Siehst genau, wo die langgelaufen ist, den kennt Busch mehr. Ich schaue ein bisschen, ich genieße es, ich atme die schöne Wüstenluft ein. Also die Ebene hier ist viel zu groß. Ist das... Hat irgendjemand... Es soll ja einen riesengroßen Wurm geben. Oder sowas. Hat jemand die Quest schon mal gemacht? Oder ist die das am Ende hier? Ich hoffe das. Ich bin nämlich prepared hier mit Pfeilen hier. Und mit Anti-Giftingern. Hier ist ja. Die... Oh, oh. Jawohl, nein, geil. Nein, es ist die. Geil. Endlich mal ein Boss. Und jetzt nachts, oder was? Ja, jetzt mal das kaputt machen. Ja, what? Spuck deine Mutti an. Kommen da zumindest kleine Würmer oder spuckt ihr nur so doof? Aber schade, dass wir die am Tag machen, an der Nacht machen. Ja, geil, der geht sogar runter. Kommt woanders auch hoch, oder was? Aber ich sehe halt nichts. Schade, dass wir den an der Nacht machen, ey. Sollen wir eben doch. Wir können doch einfach wieder gehen. Wie geil. Weißt du, was ich gesagt habe? Ja, können wir das machen? Können wir das machen? Ja, ich denke schon. Dass ich das gesagt habe, ich wünschte mir so eine Mission wie bei Dune und der Wüstenplanet. Habe ich gesagt, von Anfang an. Das ist war mir so klar, ich wusste, dass es irgendwann immer welche erzählt haben, es gäbe einen riesen Wurm in dem Spiel. Geil, wäre es schön, wenn wir sehen würden. Mit dem Gegengift und allem. Deswegen war es mir klar. Kommt mal hier zur Wand hin, hier, wo ich bin. Ich baue gerade ein Haus. Ach so. Habt ihr Schlafsäcke? Ich kann vielleicht welche herstellen. Ich kann 3 herstellen. Ich mach mal. Perfekt, hier. Klick, 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 klick. Klick, klick. Und du meinst, hier passt 3 Schlafsäcke hin? Doch. Ja, geht. Ja, ich baue noch schnell eine Wand. Geil, Mann. Hey, super. Sowas habe ich. Ey, das ist total toll. Komm mal rein in die Hütte. Lass mich mal kurz die Schlafsäcke hinstellen, warte. Der Keks steht in der Wand. Ja, ich kann da besser platzieren, die Schlafsäcke so. Jetzt halt. Gute Nacht. Geil, Mann. Main-Mission. Lieblingsmission, ne? So, können wir ja alles hier lassen, einfach raus. Wir können uns sogar kurz hier binden. Da haben wir einen Respawn-Punkt. Wir sterben, nicht. Was? Wir sind Pro-Player.
Was? Kann man das Gifting nehmen? Hält es? Wieso hast du eigentlich 20 Dinger hier, Zero? 20 ja, waren, Heiltränke. Und mir gibst du keinen. Dropship-Ding drin. Ja, die gibt er uns nicht. Hier, ja, kommt mal ran. Ja, soll ich euch die vorhin hinschmeißen, als ihr da in Fight seid oder was? Wie viel waren das jetzt? Ach so, war das jetzt aber am letzten Ding oder was? Ja, aber die sind eben erst gedroppt. Ach so, okay. Geil, Mann. Also waren, hey, ich freu mich. Die waren hier in dem Kapselding drin. Okay. Let's go, Alter. Ich hab auch noch 40 Feuerpfeile. Ja, das brauchen wir. Boah, dann mach ich noch einfach. Geil. Hey, das ist eine wirklich schöne Mission. Hey, solche müsst du öfters geben. Du gehst hin, du bekommst das und musst deine Mission. Ja. Hey, nur solche Missionen. Die sind tatsächlich echt gut gemacht, teilweise. Ja, immer die zum neuen Gebiet, oder? Mit den Items, die du hier auch kriegst. Mit diesem Payday. Doch, der wird hier schon gleich kommen, irgendwie. Oder kommt der nur nachts? Nee, das kann nicht sein, dass der nur nachts kommt. Haben wir den jetzt verpackt? Nee, das. Der kommt schon wieder. Oder wir müssen ein paar Meter weiter weg oder so. Oder einfach mal relocken, Alter. Krass, Mann. Ja, erstmal hier. Ich hab den auch einmal resettet, weil ich etwas überrascht war. Und alleine ist der etwas strange, wenn du nicht sofort weißt, was du tun sollst. Ich glaube, wir haben durch einfach dodgen, oder? Sein Ding, was er spuckt. Den Wurm verpackt. Wisst ihr, was geil wäre, wenn er kleine Würmer spucken würde? Lass mal nochmal zurück zum Haus gehen, allesamt. Ich glaube, das Schlafen hat den jetzt. Und dann loggen wir alle einmal aus und dann loggen wir alle einmal wieder ein. Durchs Schlafen gehen hat das Spiel gesagt, hä, weird. Ja, vielleicht geht's auch, wenn wir zurückkommen, oder? Wird schon funktionieren. Ja, lauf mal ein bisschen zurück, tu mal die Area kurz resetten, ist ja kein Problem. Oder weil wir jetzt hier gebaut haben? Nee, ne? Nein. Loggt mal beide aus. Achso, der Server muss ja auch alles ausloggen. Oh, gut, warte. Darf man nicht wieder landen, doch? Warte, ich muss ja mehrfach ausloggen. Einmal Charakter. Yo. Das hier. Tune der Wüstenplanet. Ja, ich habe mir gewünscht, dass es so eine Mission gibt. Ich habe ja gesagt, Dinos, Wüstenplanet, Dune halt, mit den Würmern, oder halt, nee, ich habe Tremors genannt, die Serie habe ich auch dazu genannt. Aber diese Würmer sollte es random in der Wüste geben. Ja, immer, so wie bei Ark halt auch. Warum kann ich mit dieser Maus das hier bewegen? Alles verstehe ich nicht. Das sollte über Zeit gehen, weil du versuchst ja den Planeten noch weiter zu terraformen und zu reparieren. Und dabei sollte der Planet noch weiter kaputt gehen und mehr Viecher auftauchen. Dafür vielleicht, dass das Wetter besser werden. Da sagt er aber nichts. Da sagt er nur, nehmt eure Bögen mal mit. So. Ich bin wieder drin. Ja, ich wollte nicht sagen, ey Leute, da kommt ein riesen Wurm am Ende als Boss. Nehmt mal eure Bögen mit. Na, alles gut. Ich habe mich gefreut. Ich habe sowas gehofft, dass es sowas gibt. Hättest du mal eher sagen können, dann hätte ich Gex vorlaufen lassen. Und jetzt brauche ich nur noch eine Dino-Welt. Ich habe ja gesagt, warte mal hier, aber du bist ja aber das nur warte mal, das war halt nicht genug. Hättest du gesagt, das lass uns das alle zusammen angucken oder so. Ja, dann wüsstet ihr, dass da direkt was kommt. Ich wollte eigentlich nur, dass das mehr oder weniger eine Überraschung ist. Weil das ist, finde ich, so eine der wenigen Highlights in diesem Game. Ja, so, dann geht Gex jetzt geil vor. Ja, so, warte. Dann gehen wir jetzt nochmal. Sekunde, die Cam. Und Moment. Kompliziert wird uns, komisches Streamer hier. Das ist jetzt hier Fuffi Sophie. Okay. So. Wo muss ich ihn hin? Geradeaus oder was? Davor. Da, wo das Zebra ist. Einfach geradeaus. Was geht's? Einfach dodgen, oder? Dem Gift. Mhm. Schade, dass da keine kleinen Würmer kommen. Da rumkriechen. Pass mal auf, die kommen bestimmt. Ich glaube, wir haben den kaputt gemacht. Kann nicht sein. Kommt der nur nachts? Er kommt. Nein! Er kommt! Wie geil! Uah, ultra, Alter! Boah, der ist doch nicht so scheiße blau, das ist schön. Wow! Dodgen! Geil!
Der hat sogar Media-Tag. Das kommt doch woanders, oder was? Ja, der geil. Ist nicht leicht zu treffen. Ja, ist auch nicht. Ja, ja. Der kommt halt immer nur einen an. Wir müssen alle in die Seite. Kommt? Oh. Da direkt da unter dir. Oh, ich hab keinen Sauerstoff mehr. Ich drain. Ich sehe halt nichts. Hat mir jemand Sauerstoff. Warte mal. Ich hab schon 10 Stück. Ich sauf nochmal. Alles gut. Hab schon. Ich hätte sonst auch nochmal was im Inventar. Geht ich noch? Lass die also einfach mal droppen. Wer braucht? Die liegen welche. Yes, man. Geil. Mach Mund auf. Hör, der geht. Super. Hey, richtiger Bossfight. Und ganz in meiner. Was ich ja geil finde, die Animation. Wir müssen ihn verfolgen. Nee, wie geil. Alter, das ist ein ganz neues Spiel. Das ist wirklich mal was Geiles. Dagegen geil. Ist der Wolf und so ja langweilig auch Mist. Ja, vor allen Dingen ist das ein schöner Bossfight, weil du halt was gegen machen kannst. Und das nicht einfach nur, er hittet dich sowieso. Und noch 28 Pfeile habe ich nur noch, ja. Okay. Krass. Schon geil, Technikus, oder? So, die Mission ist aber abgeschlossen. Den Wurm müssen wir woanders töten. Also in einer anderen Mission. Nein! Ich finde das aber eigentlich. Es ist zwar jetzt für die Mission ein bisschen enttäuschend, aber ich finde es fast geil, dass man eine andere Mission dann nochmal hat, wo man dem dann bekämpfen soll. Also glaube ich. Landeschiff zurück. Ja, das ist halt jetzt wieder. Macht ja nichts. Hey, super. Ich bin begeistert. Man teasert so ein bisschen was an. Macht Spaß. Ja, man teasert das Ganze so an. Super. Das ist echt schön, oder? Abgefahren, Technikus. Klein Reinspiel. Ultra nice. Ich finde, wenn sie die anderen Missionen auch noch so ein bisschen überarbeiten, wie diese Endmission, die jetzt. Payday war ja auch schon ziemlich geil. Zero, bleib mal kurz stehen. Dass man sich so. Man tut. Oh Gott, man tut sich so hinarbeiten auf die Mission, gell? Ja, sonst sind ja die Heiltränke umsonst. Sonst sind ja die. Hast du mit einem normalen Pfeil geschossen? Ja. Doppelschaden. Weil ich bin verlangsamt. Hast du mir auf die Beine geschossen? Nö, direkt im Bauch. Durch die Skillung. Ach so, das war der Skill. Ja, okay. Hey, krass, stell mal vor, dann holt er seine Brüder und Schwestern der Wurm. Dann kommen Würmer. Aber wisst ihr was? Wenn wir die Mission machen, wo wir den töten müssen, da kannst du ruhig mal vorneweg Bescheid sagen. Da nehme ich mir nämlich aus dem Raumschiff mal so ein paar krasse Carbonpfeile mit. Hast du die schon gemacht? Aber die machen doch nicht mehr Damage, oder? Ich habe die alle schon freigeschaltet. Hast du die schon gemacht, Zero, die nächste Mission? Also die Mission, wo sie. Nee, wir haben nur diese Mission jetzt gemacht. Die nächste geil. Mission ist ja wieder so Scanne die Wüste so Ding. Das habe ich jetzt selbst noch nicht gemacht. Und danach also ich weiß schon, dass es auch noch den Wurm als Bossfight geben soll. Und ich meine, nach der Mission ist es relativ sicher, dass angefixt. Man den Wurm auch irgendwo töten soll. Ja, klar. Man hat ja gesehen, da Hard Extermination oder so, wie das ist. Mhm. Das wäre halt geil, dass wenn man die Mission abgeschlossen hat, das wie mit dem Exotic ist, das steht ja dann da bei der Ehrenmord-Mission, dass du jetzt überall Exotic finden kannst. Mhm. Dass wenn man das gemacht hat, dann in der Wüste ab da an bestimmten Stellen random der Wurm spawnen kann. Aber imagine, das tun uns einfach so mal sowas Geiles geben. Einfach so, so aus nichts. Und die Mission gibt's anscheinend schon länger, ich habe die nie gemacht. Krass. Ganz anderes Spiel. Darum meine ich auch, ich finde der erste Teil ist halt auch alles eher wie Tutorial, weil du eigentlich gar nichts tust, außer halt mal lernen, was du alles bauen kannst, so ungefähr. Und jetzt geht's eigentlich erst richtig los, so mit ein bisschen Bossfight, mit dem Payday, wo du dann nochmals gezeigt bekommst, wie du richtig meinst quasi. Und wenn die DLCs geil werden, dass man da wirklich Stuff tun kann. Ja, noch mehr so Bossfights. Das Alien DLC. So ein riesen Affen, so ein Teil mit nur Affen, Planet Affenbereich. Planet der Würmer. Planet der Dinos. Alles. Ich meine, es wäre ja auch hier dadurch, dass du ja jetzt mit diesem Radar und so und dem Bohrer das alles abmeinen kannst, wäre ja auch geil, wenn du irgendwo eine Waffe bauen kannst mit Exotics. Also irgendwas richtig krasses, was so gegen Bosse überhaupt erstmal Damage macht.
Tag 5 dann, ja. So eine Rüstung durchdringen. Ja, irgendwie, dass du für Bossfights erstmal überhaupt die Waffe abfeuern musst, damit ihre Exotic Armor oder was auch immer da. Ja, damit du überhaupt Schaden machst. Dann musst du. Dann kannst du 10 Sekunden Schaden machen und dann musst du nochmal abfeuern, irgendwie so. So Mechanik. Du musst erstmal in den 30-Tages-Missionen 1000 Exotic farmen. Dass es in Tech 5 irgendein übel teuer herzustellenden Pfeil gibt. Und den kannst du irgendwo in der Erde schießen und dort kommt dann ein Orbitalschlag.